Jo, hallo Leute, heute gibt es mal wieder ein neues Video von mir und heute soll es um das neue Nikkor 300 mm F4 gehen. Nikon hat endlich das Objektiv vorgestellt und ich habe mich entschieden, doch mal wieder ein neues Video zu machen und da einfach ein paar Gedanken zu dem Objektiv reinzupacken. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, wie auch immer. Ich habe auch nicht vor, es mir vorerst erstmal zu kaufen. Da stehen erstmal andere Investitionen im Vordergrund. Aber doch ein sehr, sehr, sehr interessantes Objektiv, auf das ich eigentlich lange, lange gewartet habe. Aber im Moment lohnt sich das einfach wirklich überhaupt nicht für mich, das Objektiv irgendwie. Aber trotzdem, ich habe mich lange damit beschäftigt. Ich wollte früher eigentlich auch immer ein 300er haben von Nikon. Habe mir irgendwann das 180er gekauft, was vielleicht irgendwann mal gegen ein 70 bis 200er ausgetauscht wird. Wobei ich das 180er doch lieber behalten möchte, weil das eben so schön kompakt ist. Und das ist das neue Nikon 300 mm F4 eben auch. Das neue 300 mm F4 ist mit allerlei geiler Technik ausgestattet. Es gab vorher auch schon mal ein 300. Also es gab vorher auch schon das 300 mm F4 von Nikon. Gab es, glaube ich, auch zu Analogzeiten schon. Also die Konstruktion des alten Objektivs war da, denke ich mal, gleich geblieben. Das war relativ lang und groß und breit. So wie man das auch von Canon kennt, mit dem großen weißen 300er F4, was sehr viele haben. Das von Nikon hatten nicht so viele, weil da war eben kein Bildstabilisator drin verbaut. Das haben wir jetzt im neuen 300 F4 auch. Und das ist komplett neu konstruiert worden. Das heißt, es ist um einiges leichter. Und zwar wiegt es ungefähr 750 Gramm. Also das ist ungefähr so lang, das Objektiv. Könnt ihr euch dann ungefähr vorstellen, es ist kaum länger als das 24-70er oder sowas. Und das ist für 300 mm F4 eigentlich richtig, richtig klein. Das Ganze wird durch eine Beugungslinse realisiert. Das ist also komplett neu aufgebaut von der Konstruktion her. Es hat Nachteile und Vorteile. Vorteil ist vor allem die geringe Größe. Das ist auf Reisen verdammt geil, so ein Objektiv zu haben. Es ist nicht so groß. Das ist auch nicht schlecht, zum Beispiel. Also, wer es kennt, so Objektiv so rumträgt mit sich, wird ein kleines Objektiv, ein kleines, schönes, leichtes Objektiv auf jeden Fall sehr zu schätzen wissen. Es gibt nichts Geileres als diese kleine Größe bei einem Objektiv. Mit so einer Brennweite, das ist schon richtig schön praktisch und wird auch viele Fotografen, die vielleicht 300er F2.8 haben, auch zum Kauf bewegen, dieses Objektiv dann zu kaufen. Und ja, auf jeden Fall ist es viel kleiner und viel leichter geworden und es ist eben diese Streuungslinse verbaut. Nachteil an dieser Streuungslinse ist angeblich, was man so in technischen Foren lesen kann, man kann es, glaube ich, konnte das Objektiv schon auf der CES in Las Vegas testen, aber so richtig so. In der Praxis wurde es halt noch nicht eingesetzt und da kann man noch nicht so genau abschätzen, wie das schon so in der Praxis ist. Aber bei dieser Technik gibt es eben auf jeden Fall das Problem, dass man Probleme hat, wenn man im Gegenlicht fotografiert, besonders so Scheinwerfer und sowas, was halt massiv in die Linse reinblendet. Wahrscheinlich auch die Sonne hat man dann wahrscheinlich Probleme, dass einem da irgendwelche doofen Reflexe drin entstehen. Ich weiß nicht, ob das genau von der Lichtstreuung ist. Auf jeden Fall kann es sein, dass dann irgendwelche Konturen auf jeden Fall ausbrechen werden oder sowas. Das ist halt der Nachteil an dieser kleineren Konstruktion. Kosten soll das Ding über 2000 Euro, 2059 Euro, soweit ich weiß, hat Nikon das so als UVP angegeben. Es wird sinken. Ich finde, das ist relativ happig eigentlich für eine Festbrennweite. Das andere 300 mm kostet aber auch über 1000 Euro von Nikon als auch von Canon. Und die 2059 Euro werden auch runtergehen, so 1700-1800, wenn man mit rechnen kann. Dafür bekommt man eben ein super schnelles, aktuelles 300 mm, nicht so ein altes, verdammeltes Ding, was Nikon irgendwann in den 90ern mal ohne die heutigen technischen Möglichkeiten konstruiert hat. Das alte war auf jeden Fall auch scharf, aber es hatte weder einen Bildstabilisator, noch war das irgendwie von der Professionalität, von der Gestaltung her so ausgelegt wie das neue. Das neue ist ja ein N-Nikkor und ich weiß nicht, beim alten war ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall war das von der Vergütung nicht so weit. Das neue hat auch Flurvergütung und so weiter. Auf jeden Fall von den Ansprüchen her ist das neue Objektiv auf jeden Fall ein Level höher angesiedelt, so von Nikon her. Auch vom Optischen, was es so hermacht, wenn ich da jetzt auch nicht sagen würde, es ist so hoch drüber angesiedelt, aber preislich so ungefähr
ist es eher so für den ambitionierten Profi schon gedacht und ausgelegt und in jedem Fall von der Schärfe her dem Alten überlegen, bevor ich jetzt zu weit ausbreche oder bevor ich jetzt zu weit abschweife. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Was mich massiv dran stört, ist so eine Sache, die eigentlich überhaupt nicht klar geht. Und zwar die Stativmanschette, so heißt das Ding, glaube ich, ist nicht mit dabei. 100 Euro soll das Ding oder 112 Euro soll das Ding so einzeln kosten. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Irgendwie. Diese Manschette ist, soweit ich weiß, dieselbe wie vom 70-200er. Auf jeden Fall kostet das Ding so um die 100 Euro und ist nicht dabei. Also es ist kein großes Ding, das beizulegen. Das braucht eigentlich jeder, der das irgendwie auf dem Stativ benutzt. Es ist zwar jetzt nicht so übertrieben schwer wie das normale 300er, aber es ist auch kein großer Aufwand, die Dinger in einer größeren Serie herzustellen und die bei jedem Objektiv beizulegen. Es ist einfach ein Ding der Freundschaft. Es geht einfach nicht klar, so vom Kundenverhältnis her, so dass man sowas nicht beilegt. Nochmal 100 Euro mehr abknüpft, also eine richtige Halsabschneideraktion, finde ich nicht okay für Nikon. Da komplett noch meinen Unmut auszudrücken zu der Sache, also das finde ich überhaupt nicht korrekt von Nikon, kotzt mich mega an, um es schonend auszudrücken. Unbedingt notwendig ist es nicht, wenn man ein stabiles Stativ hat, braucht man das nicht unbedingt, aber wirklich gut ist es halt nicht. Und ja, das ist so meine Meinung zu dem Objektiv. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, ein schönes Objektiv. Der Preis ist meiner Meinung nach so für das, was es kann. Es hat auf jeden Fall einen guten Bildstabi drin. Super Schärfe wahrscheinlich, bis auf diese Technik halt, dass die Lichtvorhöfe mehr ausbrennen. Aber knackscharf ist es auf jeden Fall. Und ja, das kann man zum Teil auch noch rauskorrigieren, sagt Nikon. Das ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Aber wenigstens mit meinem 180er Vergleich, das ist ja von der Vergütung und sehr so weit, so lange nicht so weit ist ja noch. Das ist aus den 90ern, das wird der AF noch, Autofokus noch über Gestänge übertragen und so weiter. Da habe ich auch das mit den Lichtausbrüchen, das ist durchaus zu verschmerzen. Für das man ein schönes kleines Objektiv hat, ist das durchaus zu verschmerzen. Auf jeden Fall, aber wirklich gut ist das auf jeden Fall. Profis werden sich da wahrscheinlich dran stören, die können lieber ein größeres Objektiv mitschleppen, wenn man Tiere und sowas fotografiert oder so. Und bei Video ist es gar nicht daran zu denken, das irgendwie rauszuretuschieren. Und ja, auf jeden Fall ist das Objektiv sehr schön, eben sehr tolle Bildstabi und so weiter, ist alles drin. Die Stativmanschette stört mich etwas und an sich ist das Objektiv eine tolle Sache. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich auch jetzt nicht unbedingt dazu zu sagen. Das soll sein in diesem Video. Ich bin raus. Aus Leute und schreibt mir doch mal alles Mögliche in die Kommentare zu, was ich im Video 2015 machen könnte. Wäre auf jeden Fall interessant, da öfter mal wieder was zu labern. Nicht wird jetzt auch wieder mehr draußen. Ich habe echt Bock, was zu machen und wenn ich konkrete Ideen habe und so weiter, dann könnte ich doch was abdrehen. Und ja, damit bin ich raus. Servus Leute und Salut.